Moin Moin und herzlich willkommen zum Sonntagspunch. Und zwar geht es heute um die Woche, die wir gehabt haben in WoW und was alles noch so passiert ist. Darüber schwadroniere ich gleich ein bisschen, was euch erwartet jetzt auch am Wochenende, am nächsten Wochenende. Nach einem kurzen Intro geht's los, also stay tuned. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Kanalmitgliedschaft, dafür, dass ihr helft, meinem Kanal so ein bisschen auch finanzielle Mittel zukommen zu lassen, damit ich da ein bisschen was machen kann, damit ich wieder auch ein bisschen rumexperimentieren kann. Ein ganz, ganz, ganz herzliches, liebes Dankeschön an euch. Vielen, vielen Dank. Das ist Knorke. Hammer cool. Jo, starten wir mal in den Sonntagspunch. Einmal muss ich noch kurz einhaken, bevor wir mit dem Sonntagspunch starten. Für die legendären Ynops wird es am Dienstag ein exklusives Video geben, wo ich da ein bisschen mal zeige, wie das alles hinter den Kulissen ausschaut und wie das alles hier so funktioniert bei mir und was ich noch alles so tue. Also, da könnt ihr gespannt sein. Geht am Dienstag, geht das los. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weil ich das ja mit als Vorteil angegeben habe. Ich bin da immer noch ein bisschen am Rumbasteln. Also, Dienstag geht das los. Fangen wir mal ganz einfach salopp mit YouTube an. Momentan sehr Let's Play-lastig, gerade auch das Let's Play aus TBC. Da bin ich ja mit Theo ja viel unterwegs. Da sind wir in den, ja, wir haben jetzt den guten Geisterwald dahinter uns gelassen und werden in Hillspread Foothills weiter questen, also hier im Hügelgebirge da. Und da bin ich mal gespannt. Also müssen wir einfach mal gucken, wie das weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen, weil ich möchte natürlich gerne mit Theo das auch zu Ende spielen. Ich gehe auch davon aus, dass Theo auch Bock hat. Und dann knocken wir da weiter durch. Also das werde ich immer noch ein bisschen mit dabei haben bei der ganzen Videogeschichte. Ich habe mir so einen kleinen mini-groben Plan. Ihr wisst ja, ich bin ja was ein bisschen am Rumplanen und so. Also die Let's Plays, die werde ich natürlich immer, ja, so viele wie da sind, auch dann veröffentlichen, damit diese TBC Reihe halt weiter geht, und bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um tatsächlich Level 60 respektive 70 dann zu erreichen, um auch in der Scherbenwelt da dann ein bisschen rumzuquesten. Ja, gestern Abend haben wir mal einen Mount-Abend gehabt, das war auch ganz cool, einfach mal versucht, wieder ein paar Mounts zu bekommen. Kurioserweise Blizzard-like, keins gekriegt, schade eigentlich, aber ist immer so ein Blick wert, diese alten Raid-Instanzen da zu besuchen und ein bisschen einfach locker flockig rauszuplaudern, was denn da so gerade halt anliegt im Stream. BDO-Videos habe ich auch ein paar, auch ein kleines Let's Play, das werde ich aber nicht so in der Frequenz veröffentlichen, wie ich das jetzt mit TBC mache. Das ist halt einfach immer mal so nebenbei, wenn es mich gerade mal packt, mache ich da mal eine kleine Folge, schwadroniere ein bisschen über das Live-Skilling. Den ein oder anderen kleinen Guide streue ich immer mal wieder mit ein, so alles Mögliche zu BDO. Ja, das ist so das, was momentan videotechnisch anliegt. Ich bin in Vorbereitung für die ganzen Klassenguides. Da bin ich momentan auch ein bisschen was am Machen, am Werkeln. Also das merkt man, sieht man ja hinter den Kulissen gar nicht. Aber da bin ich natürlich viel am Bilder editieren und am Texte zusammenschreiben, beziehungsweise halt ja die einzelnen Schnipsel für die Videosequenzen, damit ihr da dann eben halt auch neue Guides habt zu 9.1. Die werden nicht Strich mit 9.1 rauskommen, sondern immer mal dann, wenn es gerade passend ist, beziehungsweise je nachdem, wie weit ich komme. Wenn man Kanalmitglied ist, dann kann man diese Videos vorher sehen. Das bringt mich auch noch zu einer Sache, die ich gerne noch hier im Sonntagspunch auch erzählen möchte. Es ist so, da ich ja immer einen Schwung Videos fertig mache, packe ich das als Info immer auf die auf die Kanalseite auf YouTube. Da habt ihr dann die einzelnen Links untereinander und die könnt ihr dann aufrufen. Und dann die einzelnen Folgen auch im Voraus schon gucken. Werde ich ein bisschen schreiben, wie die Folge heißt, natürlich nebenbei, damit ihr auch wisst, welcher Link wohin führt. Gerade wenn das viele Videos sind, ist es so, dass ich die natürlich dann auch gerne euch zur Verfügung stelle. Ich möchte jetzt nicht für jedes einzelne Video da eine komplette Announcement machen, sondern ich mache das so ein bisschen in dem gesammelten Bunch, nur damit ihr da vorab auch informiert seid. Ja, das zum einen, also Klassenguides kommen dann auch wieder, die Klassenguides werden aber nicht so lang sein, die werden relativ kompakt sein, das heißt, ja, ich will nicht sagen oberflächlich, aber sie werden natürlich wieder beinhalten, welchen Pakt sollte man wählen, welche Buff-Food und das ganze Gedöns, aber eben halt kompakter, also so, dass man das eben halt
ja, dann relativ gut adaptieren kann. Die Überlegung geht auch dahin, tatsächlich einmal den groben, großen Guide zu machen und einmal einen 5-Minuten-Guide, wo wirklich einfach nur bam, 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 alles dann so Fast-Guide oder Quick-Guide oder wie man das dann auch immer nennen würde, weil dann haben die erfahrenen Spieler, die können sich so einen Quick-Guide angucken, und jemand, der komplett neu ist oder gerade erst am Anfang ist, da mache ich dann noch die eine oder andere kleine Erklärung mit. Und die andere Überlegung wäre sogar tatsächlich, das Ganze auch noch auf Englisch zu machen, also halt englische Videos. Da bin ich sowieso schon länger am Überlegen. Ja, ich tue mich dann nur sehr, sehr schwer mit, weil der Großteil natürlich eigentlich alles bei mir deutscher Content ist. Und ich finde das Transkripten, also das ist richtig blöd auf YouTube. Da gibt es natürlich auch Tools und da gibt es auch Leute, die sowas machen, aber das würde natürlich nochmal ein bisschen helfen dem Kanal, denn momentan ist dadurch, dass Flaute ist, halt relativ low alles, ne? Das gibt es mir auch ein bisschen zu knabbern, muss ich ganz ehrlich gestehen, der ein oder andere merkt es auch schon. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich dann natürlich auch weitere Felder irgendwie zu erschließen und zu gucken, was ich da besser machen kann oder womit man ein bisschen mehr Reichweite generiert. Denn das ist auch das Wichtigste, worum es mir eigentlich überhaupt geht. Mir geht es darum, halt Leute zu erreichen oder den Leute, dass die Inhalte angucken, weil sonst kann ich mir das auch schenken. Das kann zuweilen, die Kombination dadurch, dass Denatrius zum Beispiel auch noch nicht liegt, kann das zu sehr viel Frust führen, und das führt auch zu sehr viel Frust bei mir. Aber gut, das ist sich... Also nur, dass ihr wisst, warum der Weser vielleicht nicht immer gleich mit grinsendem Gesicht in die Sonne rennt und sagt, juhu, alles ist mega toll, wenn es nicht toll ist. Also ich bin da nicht derjenige, der sich hier hinsetzt und euch ein Vorlügen möchte. Aber das werde ich, das ist auch mit in Überlegungen drin. Und mit 9.1, das ist auch ein gutes Thema eigentlich. 9.1 habe ich im Discord, habe ich eine große Abfrage gemacht für die Klasse, mit der ihr mitgehen möchtet, im neuen Raid. Da haben sich auch schon sehr viele eingetragen. Sehr, sehr cool. Also wir kriegen auch eine richtig geile Raid-Truppe zusammen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das mit dem Raid funktioniert. Da bitte ich jeden von euch auch tatsächlich mythische Dungeons zu laufen. Also wenn ihr habt, versucht einfach mythische Dungeons gemeinsam zu gehen. Das spielt A, spielt es euch ein, und B, ist es dann nachher leichter im Raid auch gemeinsam zusammen zu agieren. Zusätzlich dazu, normalerweise war es ja immer so, dass wir freitags den Raid gemacht haben. Das fällt im Grunde genommen weg, aber dafür könnte man am Freitagabend dann mythische Dungeons laufen, auch in festen Gruppen, sodass man halt gucken kann, ja, man kriegt sein Vault voll halt, ne? Dass man die 10er läuft, die 10er, die 9-10er auch kennenlernt. Das ist übrigens eine sehr interessante, coole Spielmechanik, dass man da eben halt reinkommt und dann auch eventuell irgendwann mal höhere Keys läuft und aus dem Vault eine richtig gute Belohnung abgreift, denn die neue Season erwartet uns und die will natürlich auch bespielt werden. In der neuen Season ist es so, die startet nicht direkt mit 9.1, sondern da hat man erstmal eine Woche Zeit, so diese ganzen Questreihen zu machen, damit man da noch ein bisschen Gear bekommt. Ihr bekommt auch Gear, falls ihr jetzt noch nicht so mega gutes Gear habt, aber da gibt es nochmal ein bisschen was. Das Fliegen kommt natürlich auch, also so ganz viel, da sind ein paar Bullets sind dabei, die auch richtig cool sind. Da sind natürlich auch Sachen drin, die, wo man sich fragen könnte, ja, okay, muss das jetzt unbedingt sein, aber ja, gemeinsam knocken wir da halt durch und dann, denke ich mal, kriegen wir das auch zurecht. Nur eben halt für alle, die jetzt zum Beispiel beim Raid mitgehen möchten, lest euch auch auf jeden Fall die Announcements im Discord durch. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst, was ihr benötigt für den Raid. Also wie ihr verzaubert sein müsst, ja, nicht wie, aber das hier und was ihr alles dabei haben solltet, welche Add-ons wir da benutzen möchten und und. Also da ist ganz, ganz, ganz viel drin, deswegen guckt es euch an, lest es euch durch, das ist sehr wichtig. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen böse, wenn da einer irgendeine Frage stellt, wo das im Text drin steht. Das muss dann nämlich auch nicht sein, weil wir geben uns ja alle Mühe, nicht nur ich alleine, sondern auch meine Moderatoren, und wenn das dann nicht gelesen wird, ist das sehr ärgerlich halt, ne? Muss man auch dazu sagen. So, genau, 9.1 steht in der Tür und da werden wir dann durchknorren, geht natürlich weiter. Kleines Update zum Parler-Transmog. Also ich weiß, dass jetzt ungefähr so in der Woche geht es in die Druckphase, da werden dann Sachen gedruckt mit einem 3D-Druck, um diese Rüstung, denke ich mal, zu finalisieren. Es kann durchaus gut möglich sein, dass in den nächsten 3 bis 4 Wochen das Ding dann auch wirklich hier ist, und dann habe ich es natürlich auch im Livestream an. Fester Plan, Livestream technisch, ist immer Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das bleibt wieder. Das habe ich wieder zurückgemodelt. Das heißt, ich bin jetzt nur auf Twitch Livestream technisch unterwegs. Auf YouTube, das hat nicht so wirklich den gewünschten Erfolg gebracht, aber nun gut, probieren geht über studieren.
Wenn es mal extra einen Stream gibt, dann gibt es extra einen Stream. Also das kündige ich nicht voran. Ihr habt die Announcements im Discord, da wird euch immer angezeigt, dass ich live bin. Dann braucht man nicht auf Twitch gucken oder so, wenn ihr im Discord unterwegs seid. Das wäre ganz cool. Also das ist auch ganz cool. Dann kannst du nämlich halt einfach draufklicken auf den Link und dann bist du sofort da. Und dann kann das losgehen. Die Raids werde ich streamen. Also das heißt, da werden dann noch Mittwoch und Sonntag mit dazukommen. Das werden aber Streams sein, wo ich weniger mit dem Chat interagiere, sondern wir halt in der Raid-Gruppe. Aber ich glaube auch, der Großteil, der dann dazuschauen wird, wird halt der Raid sein und dann passt das ja auch. Aber da werden wir dann halt ein bisschen, werden Antworten halt im Stream ein klein wenig länger dauern. Aber ich glaube, das ist okay, weil wir müssen uns da ja auch konzentrieren und ein bisschen Progress machen. Progress im Sinne von, dass wir halt weiter vorankommen. Jetzt nicht, dass wir hier jemanden von oben nach unten durchleuchten und sagen hier, dass du machst das falsch, jenes, welches, dieses. Nein, das machen wir nicht. Das soll immer noch entspannt sein, das soll auch immer noch lustig sein. Das wird es auch, das ist nicht das, aber wir wollen natürlich auch gucken, dass wir den Raid dann auch schaffen. Ich freue mich auf den neuen Raid, das wird ganz cool, auch das neue Mega-Dungeon. Es gibt halt schon ein paar echt coole Sachen, die dann damit dazukommen. Ja, jetzt ist der Sonntagsbrunch doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich wusste kurz vor dem Sonntagspunch so, ey, Weser, was erzählst du denn eigentlich alles so? Aber eine Sache noch, der Raid am Freitag, der war sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch auch auf Twitch gefallen, diejenigen, die zugeschaut haben. Wir sind da einmal komplett von Anfang bis Ende durch. Wir haben nicht mal einen Vibe gehabt, außer den bei den Atrius, aber das ist einmal ist Keimer, ne? Ja, das war sehr, sehr cool. Und da haben viele auch coole Gegenstände gekriegt, dadurch noch ein bisschen besser ausgestattet, für 9.1 vorbereitet. Mega, mega gut. Ja, ich hoffe, ihr habt eine richtig knorke Woche. Startet da gut rein. Lasst es euch bitte gut gehen. Vielen Dank fürs Anschauen des Sonntagspunches. Wir sehen uns live oder hier auf YouTube. Bis dann. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag. Und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.